yeah, Elektrostadt. Weißt du, was ich scheiße finde? Flatflex hier, das Zeugs da. Das ist der allerletzte Kacke. Weg damit. Oder man benutzt es auf die richtige Art und Weise und ich zeige euch jetzt, wie man das macht. Dann verliert Flatflex so ein bisschen sein Stecken, aber es bleibt scheiße. Wer meine Videos mit einer gewissen Regelmäßigkeit sieht, weiß, dass ich gerne solche Teile hier ausschlachte. Also das hier ist zum Beispiel ein Motörchen, das habe ich aus dem Flachbettscanner. Und bei vielen von diesen Teilen gibt es ein nerviges Detail, nämlich, dass sie so ein Flatflex-Kabel drin haben. Diese Flatflex-Kabel brauchen entsprechende Verbinder, die hat man normalerweise nicht zur Hand. Und sogar wenn man welche hätte, passen die nicht vernünftig auf Lochrasterplatinen. Das nervt mich kolossal. Also nur um den Kommentaren vorzubeugen, bei dem Motor hier wäre das natürlich jetzt nicht das Problem, weil das Teil kann ich abmachen und einfach Kabel anlöten. Aber jetzt einfach mal, um die Allgemeinheit an der Stelle zu befriedigen, Flatflex-Kabel, nervig. Deswegen möchte ich euch heute mal zeigen, wie man an solche Flatflex-Kabel ganz hervorragend normale Litzen dran bekommt. Und mit denen kann man dann irgendwas Vernünftiges machen, an einem PSK-Stecker anknimpen oder irgendwas in der Art. Dafür brauchen wir ja, so ein paar Kleinigkeiten, ein Skalpell. Dann, wir werden ziemlich bald so ein kleines Stückchen Lochrasterplatine benutzen. Sekundenkleber, Flussmittel, ganz wichtig, Flussmittel und Lötzinn. Naja, und natürlich Litze. Ist klar, ohne Litze kann eine Litze anlöten. Ich denke, ich muss niemandem mehr erklären, wie man ein Litzenkabel verzinnt. Ja, das machen wir hier mal eben mit der Spitze. Das ist das Kabel, das gleich an unser Flatflex dran soll. Sieht man, schön verzinnt. Was ich jetzt damit mache, ist, dass ich dieses Teil echt kurz knipse. Will heißen, ja, also sagen wir maximal 2 mm, eher sogar noch ein bisschen kürzer. Das kann man hier schön sehen, das ist also sehr kurz. Der zweite Teil, für den brauchen wir dieses kleine Stück Dingens, dieses Flatflex-Kabel. Und was ich jetzt hier mal mache ist, ich knipse das Ende von dem Flatflex-Kabel ab. Das interessiert uns nicht mit den Kontakten. Ich habe versucht, an diese Kontakte direkt was anzulöten, aber ganz ehrlich, dafür war ich dann letztendlich doch zu ungeschickt. Das Problem dabei ist, dass die ziemlich nah beieinander liegen und es gar nicht mal so einfach ist, da so dran zu löten, dass man nicht irgendwie, naja, könnt ihr euch vorstellen. Was ich jetzt mache, ich nehme hier diesen Sekundenkleber und gebe einfach mal einen Tropfen auf das Flatflex drauf. Das braucht nicht viel. Ein einzelnes Tröpfchen und das klebe ich dann auf dieses Stückchen Lochrasterplatine drauf. Einmal gut andrücken, hält. Warum mache ich das? Na, ganz einfach. Ich werde jetzt gleich diverse Dinge mit diesem Kabel hier machen. Und alle diese Dinge gehen erfahrungsgemäß total scheiße, wenn dieses Kabel hin und her floppt. Deswegen, wenn man direkt hier diese Lochrasterplatine drunter klebt, dann hat man das Kabel eigentlich sehr, sehr schön so fixiert, dass man vernünftig damit arbeiten kann. Ihr seht jetzt, dass meine Kamera erfreulicherweise sehr, sehr schön vergrößert, so dass ich sie tatsächlich auch als Lupe benutzen kann. Und ihr seht, dass ich hier ein schönes Skalpell dran geschafft habe. Was mache ich jetzt damit? Ich werde jetzt für meine Litze hier ein kleines Stück von dem Flatflex wegkratzen und das Kupfer freilegen. Das geht relativ einfach, das Plastikzeug ist nicht sehr stabil. Ich würde normalerweise empfehlen, dafür keinen Camcorder zu verwenden, sondern idealerweise eine vernünftige beleuchtete Lupe oder sowas. Aber wie ich gerade sehe, es geht notfalls auch mit dem Camcorder. So, einfach mal darauf achten hier, dass man schön glänzendes Kupfer freilegt. Das sieht man hier, das hat wunderbar geklappt. Und ich glaube, ja, ich habe hier Mist gebaut. Was man hier nämlich sehen kann, ist, dass ich die Nebenleiterbahn angekratzt habe. Das darf normalerweise nicht passieren. Wäre mir mit einer Lupe auch nicht passiert, aber verzeiht mir einfach jetzt hier mit der Kamera. Das ist nicht ganz so einfach. Insofern, stellt euch vor, ich hätte die Leiterbahn daneben nicht angekratzt, dann wäre alles gut. Der nächste Schritt ist, diese Stelle hier mit dem Flussmittelstift mal schön ein bisschen zu fluxen. Braucht ein bisschen was. Und dann schnappt man sich einen Lötkolben, wo man vorher schon einfach mal einen ordentlichen Tropfen Lötzinn drauf getan hat.
und geht hier über die Stelle einfach mal kurz drüber. Fluxa sei Dank hält das auch ordentlich. An der Stelle wieder, unter der Lupe sah das neulich noch irgendwie besser aus, aber hey, ihr könnt es euch vorstellen, wenn man irgendwo Mist gebaut hat, kann man überflüssiges Lötzinn sehr, sehr schön mit dem Skalpell von den Plastikbahnen runterkratzen. Was man dann sieht, ist so wie hier, dass dann nur noch die Leiterbahn selbst verzinnt ist. Jetzt schnappt man sich nämlich das gerade liebevoll verzinnte Kabel, legt das auf die Stelle, die man gerade hier verzinnt hat, drückt den Lötkolben kurz drauf, lässt das Ganze kurz abkühlen und zapp zapp, das hält sogar richtig gut. Ist eine gute Verbindung, kann man dran ziehen, passt. So, jetzt sieht man allerdings hier, dass diese Lötstelle ziemlich messy geworden ist. Also ihr seht selber, der Abstand hier zu den anderen Kabeln hätte auf gar keinen Fall gereicht normalerweise, wenn ich das unten an den Kontakten angelötet hätte. So, dann hätte ich jetzt meinen ersten Kurzschluss. Wie man sich da behilft, ist eigentlich ganz einfach, aber das zeige ich euch nicht an diesem Kabel hier, weil ich habe jetzt keinen Bock so viel zu löten, sondern ich zeige es euch an einem, das ich neulich schon fertig gemacht habe. Die Lösung des Rätsels ist eigentlich ganz einfach. Man macht seine Lötstellen einfach höhenversetzt. Einfach ein gutes Stück voneinander entfernt. Und dann kriegen die auch keinen Kontakt miteinander. Hinterher würde man normalerweise einen Stumpfschlauch drum tun oder, ja, ich sage jetzt mal, wenigstens ein ISO-Band. Aber die Dinger halten so eigentlich relativ gut. Ja. Und schon hat man so ein dämliches, mickriges, feinpitschiges Flatflex-Kabel mit ganz normalen Litzen verdengelt. Und ich zeige mal, um was es hier geht. Das hier ist nämlich ein Touchscreen, den habe ich neulich geräubert. Ja, gutes Beispiel dafür, dass so geräuberte Sachen ein Problem sind, weil der Flattex haben. Am hinteren Ende habe ich jetzt einfach so einen PSK-Stecker dran gemacht und damit kann ich das demnächst in der Schaltung verbauen und dazu kriegt ihr dann nochmal ein Video zu sehen. Gut, das war's auch schon. Jetzt könnt ihr Flattex basteln und geht mal rüber zum Paul, der macht SMD. Das ist fast dasselbe, nur cooler. Also, tschüssing.